Willkommen zurück zu SFS Analytics. In dieser Folge werden wir herausfinden, wie sich das Treibstoffverhältnis auf die Effizienz einer Rakete auswirkt. Zuerst müssen wir klären, was ein Treibstoffverhältnis überhaupt ist. Das Treibstoffverhältnis beschreibt die Aufteilung der Treibstoffmasse über zwei oder mehr Stufen. Dabei gibt es sinnvolle und nicht so sinnvolle Verhältnisse. Natürlich werden wir uns nur die sinnvollen Verhältnisse vornehmen. Doch bevor wir mit dem Testen beginnen, werden wir etwas klarstellen müssen. Erstens, wir nutzen für den Versuch durchgehend eine Rakete. Wir verändern die Treibstoffverhältnisse und wir wiederholen den Versuch für verschiedene TWR. Zweitens, wir messen den restlichen Treibstoff der zweiten Stufe der Rakete, um daraus die Effizienz zu erschließen. Um die Rakete bauen zu können, müssen wir erstmal die richtige Treibstoffmenge herausfinden. Mit dieser Formel können wir die gesamte Treibstoffmasse inklusive der Tanks berechnen. M1 geteilt durch TWR minus M2. Dabei steht M1 für den Startschub der Rakete. Wir benutzen ein Falkentriebwerk in der ersten Stufe und es hat einen Schub von 120 Tonnen. Als nächstes kommt das Schub-Masse-Verhältnis. Das ist eine Variable, die wir später verändern werden. Und zu guter Letzt gibt es noch M2, das für die Basismasse steht. Bei mir besteht sie aus einer aerodynamischen Spitze, einer Sonde, einem Velleientriebwerk, einem Separator und einem Falkentriebwerk. Zusammen haben sie eine Masse von genau 9 Tonnen. Nun tragen wir die Daten ein und setzen die Variable beispielsweise auf 1,2. Jetzt haben wir die gesamte Treibstoffmasse inklusive der Tanks. Doch das reicht noch nicht. Wir müssen den Treibstoff noch auf die beiden Stufen aufteilen. Und zwar mit der zweiten Variable, dem Treibstoffverhältnis. Ich setze es auf 1:2, das heißt, dass die erste Stufe doppelt so viel Treibstoff wie die zweite Stufe hat. Wir rechnen die Anteile zusammen und teilen damit durch die gesamte Treibstoffmasse. Schon haben wir den Treibstoff der zweiten Stufe. Und um den Treibstoff der ersten Stufe zu erhalten, müssen wir das Ganze mit 2 multiplizieren. Jetzt nehmen wir uns diese Zahlen und bauen damit die Raketen. Zum Messen der Effizienz müssen wir herausfinden, wie viel Treibstoff übrig bleibt, sobald wir den Orbit erreicht haben. Dazu multiplizieren wir den Prozentsatz mit der maximalen Treibstoffmenge pro Tank und kommen so an die Masse, die wir in die Tabelle eintragen können. Nach 44 Flügen und einigen Stunden hatte ich dann alles zusammen. Und das ist das Ergebnis. Ihr könnt sehen, dass alle Graphen fast linear abfallen und so mit höherem TWR immer ineffizienter werden. Ihr könnt aber auch die Unterschiede zwischen den Treibstoffverhältnissen sehen. Das Verhältnis 1:1 ist insgesamt auf dem ersten Platz, hat aber bei niedrigem TWR Probleme, wodurch das Verhältnis 1:2 einen Maximalwert von 18,9 Tonnen erzielt. Das Verhältnis 1:3 und 1:4 haben schlechter abgeschnitten. Daraus kann man schließen, dass je größer das Treibstoffverhältnis ist, desto ineffizienter wird die Rakete. Man kann aber auch sagen, dass viel Treibstoff effizienter ist, dauert dafür aber länger. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!